Also ein Blasorchester in der Bundesrepublik, was bei seinen Konzerten immer so 1400 bis 1800 Leute hat, kenne ich persönlich nicht. Man freut sich auf jede einzelne Probe, weil man immer seine Freunde wieder sieht. Das sind alles super nette Leute. Das ist quasi schon wie so eine große SBR-Familie. Und deshalb ist eigentlich jede Probe so, dass man dann auch doch gerne aus dem Bett kommt morgens. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass wir weiterhin so erfolgreich arbeiten können, dass wir mit unseren Konzerten viele Menschen erreichen können, dass wir vielen einmal im Semester einen schönen Abend hier bereiten können, dass die ganzen Musiker bei uns bleiben. Wir haben viele tolle Musiker dabei, dass die auch weiterhin schaffen, bei uns mitspielen zu können. Das wäre so meine persönlichen Wünsche. Das Symphonische Blasorchester ist gegründet worden 2014 von Studenten, die die Idee hatten, hier noch mehr im bläserischen Bereich tätig zu werden, hatten mich angesprochen, weil sie mich kannten von den Bochumer Blechbläsertagen, wo ich auch Dozent war, und seitdem existiert dieses Orchester. Ich spiele Trompete und das jetzt seit fast 17 Jahren schon. Genau, ich sitze hier vorne. Ich habe im Sommersemester 2015 angefangen hier zu studieren und bin direkt in der Mensa auf einen Flyer gestoßen. Wir suchen Musiker und habe gedacht, jo, da muss ich mitmachen, das schaue ich mir mal an. Und bin seitdem, ich bin jetzt im siebten Semester und also auch jedes Mal dabei gewesen, jedes Mal super viel Spaß gemacht. Ja. Ich bin der Holger und ich mache hier im Orchester Schlagwerk. Das heißt, ich spiele auf allem, wo man draufhauen kann sozusagen. Und dann mache ich noch zusätzlich hier Organisation im Orchester. Also wir vom Orga-Team versuchen, alle Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass der Ablauf hier im Orchester gut funktionieren kann. Das heißt, die ganzen Proben stattfinden können, die Konzerte stattfinden können. Das heißt, wir kümmern uns um die Termine, um die Räume. Wir sprechen das mit den entsprechenden Leuten ab. Wir sorgen dafür, dass es Getränke, was zu essen gibt bei den Proben. Wir machen die Plakate, die Werbung, solche Dinge. Ja, das stimmt. Also es ist klar, es ist viel Zeit, die da drauf geht. Das glaube ich, kann man so sagen. Und man sollte auch nicht auf die Stunden gucken, die man hier investiert. So auf dem Papier, ich glaube, das ist wenig hilfreich. Aber das Ganze ist einfach eine Herzensangelegenheit. Das Orga-Team besteht aus sehr vielen verschiedenen Leuten. Wir sind ja mittlerweile 6 Stück und sind ganz unterschiedliche Charaktere. Klar ist man nicht immer einer Meinung, aber das ist auch gut so. Es wäre auch, glaube ich, gar nicht gut, wenn man immer sofort die nächstbeste Lösung nehmen würde, sondern dadurch entwickeln sich Diskussionen und man kommt dann oftmals auch zu vielleicht Lösungen, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Ja, siehst du, ne, es ist
Ja. Wir wollen gerne vom Orga-Team das für alle Musiker so angenehm und bestmöglich machen, dass sich wirklich alle hier auf die Musik konzentrieren können, wirklich aufs Spielen und wir drumherum einfach einen guten Rahmen schaffen. Und wenn das funktioniert und dann am Ende wir ein erfolgreiches Konzert haben, dann ist das für mich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache und das treibt dann immer an, auch wenn man zwischendurch natürlich mal erschöpft ist, wenn man jedes Wochenende arbeitet. Aber so auf dieses Ziel hinauszuarbeiten, das ist immer sehr schön. Alter. Lieber mit einem Handy. Handy. So, jetzt die größten Hürden sind erstmal am Anfang die ganze Vororganisation, also alle Termine zu bestimmen, mit dem Dirigenten abzusprechen, das Audimax für diese Termine zu buchen, Konzerttermine finden, weil es gibt ja noch andere Orchester und Chöre an der Uni, die spielen und so. Und damit sich mit denen allen abzusprechen und dort so diesen groben Rahmen zu stecken, in dem das Ganze stattfinden kann, das ist so am Anfang die meiste Arbeit. Prinzipiell kann sich jeder erstmal bei uns melden, der ein Instrument spielt, was im Blasorchester besetzt ist. Und dann entscheiden wir, beziehungsweise der Dirigent entscheidet dann, wer mitspielen kann, weil wir natürlich auch auf eine ausgewogene Besetzung achten müssen. Das heißt, wir können nicht mit 30 Saxophonen und 3 Klarinetten antreten. Das heißt, der Dirigent entscheidet dann am Ende, wer mitspielen kann und wer nicht. Wir sind ein Projektorchester, das heißt, jedes Semester kommen neue Leute. Klar, ein großer Teil sind die gleichen, aber es kommen immer neue Leute dazu. Und das heißt, es ist immer wieder eine neue Gruppe, die da zusammenkommt. Und ja, wir haben einmal die Pausen, in denen wir irgendwie alle gut ins Gespräch kommen. Wir haben auch immer Mittagessen bei den langen Proben an den Samstagen. So, das ist immer so eine Stunde, wo man auch noch mal gut die anderen kennenlernen kann. Dann im Sommer machen wir auch immer ein Grillfest. Einmal, ne? Und darauf freuen wir uns auch mal, weil das ist einfach ein schönes, ja, so ein schönes soziales Event, wo wir alle mal nach der Probe zusammenkommen und sich mal so in diesem Rahmen zu treffen und kennenzulernen. Es ist so, dass wir teilweise, oder der Großteil unserer Gelder finanziert sich aus den Spenden, die wir bei den Konzerten einnehmen. Und dann ist es noch so, dass unser Dirigent einen Lehrauftrag von der Uni hat. Das heißt, er bekommt sein Geld von der Ruhr-Universität. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch dieses Semester eine große Trommel vom AStA gefördert bekommen. Und vor ein, zwei Jahren haben wir auch Pauken vom AStA gefördert bekommen. Das sind dann so Sachen, um die wir uns dann selber kümmern, wo wir dann Anträge stellen und dann dort zu den Sitzungen kommen und so. Schwierig sind natürlich oftmals dann irgendwelche, wir haben öfter mal musikalische Schwierigkeiten, wenn Stücke extrem gut geprobt werden müssen, aber Uwe, unser Dirigent, hilft da immer sehr viel, gibt Tipps und wir versuchen eigentlich immer Satzproben zu organisieren, sodass man dann auch mal im kleinen Kreis schauen kann. Und ansonsten bei anderen Problemen, unser Orga-Team ist immer super organisiert und informiert und hilft einem bei allen Schwierigkeiten. Das heißt, man ist nicht alleine im großen Orchester, man hat lauter Leute, die einem da unter die Arme greifen. Am schwierigsten ist tatsächlich gerade samstags, sonntags morgens früh aufstehen, um dann hier schon um 10 einspielfertig bereit zu sitzen. Es geht aber ja allen so und haben dann auch schon die ein oder anderen Momente gehabt, wo dann alle mal so ein bisschen in den Seilen hingen. Aber das kriegen wir alles immer ganz gut geregelt. Meine Schwerpunkte in der musikalischen Arbeit sind die Freude an der Musik mit allen zusammen. Also egal, ob das jetzt ein kleineres Ensemble ist oder wie in diesem Falle ein sehr großes, ein 80 Musiker starkes Orchester findet man sehr selten im Laienbereich. Aber hier an der Ruhr-Uni ist das halt möglich.
Und das gemeinsame Musizieren, das Erleben von großen symphonischen Ereignissen, das ist schon was Besonderes. Und das nehme ich auch in den Fokus meiner Arbeit hier. In diesem Semester haben wir zwei Originalkompositionen von Manuel Hilke aus Mainz. Eins für uns in Auftrag gegeben, ein Arrangement, weil wir schon lange wollten, dass wir auch mal Musik, die uns mit unserer Heimat hier verbindet, mit unserer Region verbindet, darstellen wollten. Und da bot sich an, ein quasi Medley zu machen, Rock Goes Classic mit Bochum und dem Steigerlied. Die Idee ist eigentlich, also die komplette DNA Bochums oder die DNA des Ruhrgebiets in ein orchestrales Werk zu packen. Und da ich selber in Bochum mal gewohnt habe, hier auch gearbeitet habe, Verbindung zum Ruhrgebiet habe, selber als Teenager auch ein unglaublicher Grönemeyer-Fan war und jetzt als Arrangeur und Komponist tätig bin, natürlich hauptsächlich für Bläserbesetzungen, hat sich aber einfach jetzt mal angeboten, das verrückte Abenteuer zu wagen, es einzugehen, es zu probieren. Ja, und die Idee war quasi aus dem Popsong Bochum und dem Steigerlied, was der Herbert Grönemeyer ja ganz oft als Intro benutzt für den eigentlichen Song, und diese alte Bergwerkshymne miteinander zu kombinieren und zu einem Medley, man kann es Medley nennen, aber wir haben es jetzt einfach Tief im Westen Bochum symphonisch genannt. Auftakt zu Takt 5. 1, 2, 3. Den Manuel Hilke kenne ich schon sehr, sehr lange, weil er war einer meiner ersten Schüler an meiner ersten Stelle in Lippstadt an der Musikschule. Macht tolle Kompositionen, von denen ich total überzeugt war und mich darauf gefreut habe, dass diese Zusammenarbeit dann zustande gekommen ist. Ich habe das Stück in ein symphonisches, klassisches Konzept gepackt. Das heißt, wir verlassen den Popsong, wir behalten die Form des Popsongs bei, aber die Klangfarben, wie die Linien behandelt werden, das habe ich alles neu gemacht. Und zwar so, dass es für ein großes symphonisches Orchester stilistisch passt. 1, 2, 3, 4. Sind so Gags dabei, wie dass es ein Piccolo-Trompeten-Solo gibt. Wir haben ein sakrales Element mit einer Orgel, das dieses Feierliche von dem Choral, von dem Bergwerkslied aufnimmt. Das ist die eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit ist, dass wir in dem Schlagwerk, also bei den Schlagzeugern, eine Bergwerks-Stahlwerksszene eingebaut haben, um quasi auch lautmalerisch und akustisch diese Szene, diese Arbeitsszenerie auszudrücken. Und das ist natürlich ein schöner visueller und audiovisueller Gag. Ne? Wichtig finde ich bei Orchesterarbeit, wie im Allgemeinen bei musikalischer Arbeit mit Musikern, dass authentisch und begeisternd kommuniziert und auch musiziert wird. Ich betrachte das Orchester als Band. Ich möchte das Orchester einbinden in Konzepte. Ich möchte, dass das Orchester versteht, was es gerade tut. Ganz wichtig am Anfang, hört mir mal bitte zu, das ist zwar ein Choral oder es ist eine Mischung aus einem Marsch und einem Choral, aber auch hier ist es extrem wichtig, dass ihr das Timing im Kopf mitlaufen lasst.
Und ich komme selber viel aus der Bandarbeit, aus dem Bandcoaching, mache viel Rock-, Brassband-Dinge. Und die lasse ich natürlich hier einfließen, sodass ich versuche, die Musiker an den einzelnen Groove-Elementen teilhaben zu lassen, dass sie komplementär agieren können, dass sie verstehen, was passiert denn hier gerade überhaupt. Also dass sie quasi Verantwortung übernehmen für ihren eigenen Part im Teil des Arrangements, im Teil des Orchesters. Und dass sie nicht einfach nur ihren Part spielen, sondern dass sie sich einbringen. Ja? Und wenn man das schafft, dann ist auch jeder viel mehr bei der Sache, dann ist jeder konzentrierter und jeder kapiert, wie wichtig er ist. Und ja, dann kriegt man auch einen gewissen Band-Spirit, der sich dann auch auf ein Orchester übertragen lässt. Ich freue mich natürlich tierisch, dass ich das jetzt machen darf, dass wir das alles zusammen jetzt hinbekommen haben. Und ja, am 23. und 24. Juni gibt's auf die Mütze.